Und damit herzlich willkommen zurück zu Tupancampus. Wir haben eine Herausforderung abgeschlossen und da will ich auch tatsächlich mal ganz kurz wieder Pause drücken. Ich mache hier sehr viel Pause, weil ich noch nicht so richtig Überblick habe, ne? So, und zwar Karriereziele. Kann ich hier nämlich noch Kudosch einsammeln, ne? Guck mal hier. 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 Da. Da sind die ganzen Kudosch. Ich muss die nur per Hand einmal einsammeln. Wir müssen nämlich echt viel freischalten. Und zwar gibt es auch extrem viel freizuschalten, was wir müssen und was wir sollen. Ja, wie viel habe ich denn jetzt? Steht hier nirgendwo. Puh, das ist gut. Das ist gut. Ich muss mal echt da oben aufpassen. Jetzt haben wir nämlich ein paar Kudoschis. Das Problem ist, schaut mal hier. Wir brauchen einmal die Rührstation. Einmal platzieren und freischalten. So. Ich denke mal, die gehört nicht hier. Doch, die gehört. Kann ich? Nee, ungültiges Dings. Warte mal. Hier gehört die rein, denke ich, ne? Ja, da ist sie ja. Endlich. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, es geht mir leider das Geld raus. Zu teuer. Und da brauchen wir sogar ein Mikroskop. Wir brauchen. Es ist. Die Kudos sind schon wieder alle weg. Die sind schon wieder alle weg. Aber wir brauchen die Kohle. So. Denn wir haben zwar jetzt die Rührstation, das. Jetzt brauchen wir noch. Ja, ich will die Discoplatten haben. Gebt mir Geld. Gebt mir euer Geld, liebe Studenten. Das ist wichtig. Oh, Club 5 haben wir geschafft. Das ist gut. Hygiene. Ja, pendelt sich bestimmt wieder ein. Sollte klappen. Ich sage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Okay. Wir haben ein paar Events geplant. Und bald geht's schon los mit den Events. Jetzt wird erstmal noch ein bisschen gebüffelt und danach gehen die Events los. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja drei Events eingeplant. Die wollen wir uns natürlich auch genauer anschauen. Jetzt habe ich noch eine Nachricht von... Ach du Scheiße. Okay, das ist dasselbe, ne? Ja, das ist dasselbe. Okay, gut. Aber die Kohle, wir brauchen die Kohle. Und dann würde ich gerne hier natürlich noch den Event planen, ne? Wir haben zwar Dezember voll, aber wir haben im Februar noch eine Lücke. Da kann doch so ein Konzert rocken. Ganz easy. So. Das wird super. Ehrlich gesagt, ich dachte so ein Aufenthaltsraum. Aber da ist ja nie jemand, ne? Ich verstehe. Das ist das Liebesbett, das muss regelmäßig behandelt werden. Erinnerung okay. An alle Studierenden, denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Das ist gut zu wissen. Okay, wir brauchen dann wahrscheinlich mehr Hausmeister, ne, um diese Aufgabe abzuschließen. So, Bilanz, immerhin, ich brauche dringend die Kohle. Tag der offenen Tür nehmen wir an. Und jetzt können wir hier einmal Bücherregal für die Gastro. Brauche ich davon dann zwei Stück? Ja, ne, wahrscheinlich schon. So, hier. Für jeden Raum. Hä? Wohin dann? Hier? Hä? Ungültiges Zimmer, Gastronomie. Ich dachte aber hier. Ungültiges Zimmer? Ja, wie? Ungültiges Zimmer? Ungültiges Zimmer? Ach, Bibliothek, ne? Wahrscheinlich. Ach, du Scheiße. Da ist doch gar kein Blatt. Hängt da Knoblauch am Regal? Warte mal. Ist das ein Bip-Ding? Ach, du Scheiße, tatsächlich. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Okay, machen wir zwei Stück. So. Passt das? Was brauchen wir noch? Das Mikroskop. Und da sind die Kudos tatsächlich alle weg. Okay, aber wir müssen natürlich gucken. Wo ist der nochmal hier? Ich blicke über. Ich hab. Ah! Da. Okay, das sieht ziemlich geil aus, ehrlich gesagt. So. Okay, wir haben damit auch die drei Aufgaben abgeschlossen. Wie Stammbaum. 15 Kudos freischalten. Ja, komm, hier. Hängen wir irgendwo. Was ist das? Ein Bild oder was? Tatsache. Hängen wir in den Schlafraum. Einfach nur, weil ich die Aufgabe abschließen möchte. So. Cool. Schlafraum ist sogar gelevelt. Ja, jetzt haben wir doch dann hier. Oder? Ist doch super jetzt, oder? Ihr habt jetzt hier. Ah, ja. Da stehen sie auch alle schon. Okay, die waren wichtig. Das sehe ich jetzt schon. Alles klar. Sehen auch cool aus übrigens. Und dann haben wir jetzt noch
Hier hinten. Dieses Riesenmikroskop. Wir brauchen mehr Hausmeister, ne? Ich glaube, das zieht unsere Hygiene gerade richtig runter. Okay, das ist also das Mikroskop. Das gibt's nicht in klein? Nein? Ich meine, ich kenne Mikroskope aus meiner Kindheit. Da waren das, Dings. Hä, ist das Event? Warte mal, wo ist der Event? Hä? Warum geht niemand zum Event? Weil hier ein Assistent fehlt. Warum fehlt hier ein Assistent? Wo sind denn meine Assistenten hin? Hallo? Warte mal, Personal? Wo konnte ich das nochmal hier, ne? Mitarbeiter. Wo sind meine Assis? Hä? Arbeitet in der Club. Ach, da bra. Oh! Das habe ich nicht mitgekriegt. Oh, Mist. Für die Club-Dings brauchen wir. Deswegen ist das auch jetzt erst gelevelt. Ach, du Herr Jemini. Ach, Herr Je. Dann brauche ich ja noch mindestens zwei, ne? Weil ich will ja hier zwei haben. Ja, habe ich nur kein Geld für, ne? Egal, wir haben schon mal einen. Hier findet ein Event statt und kann gar nicht stattfinden, weil keine Leute arbeiten hier. Ach, Herr Jemini. Komplett das Geld rausgeschmissen gerade für den Event quasi. Okay. Ja, da hat er jetzt nicht so viel zu tun, ne? Da ist der Event schon rum. Der ist so gut wie rum, glaube ich. Der nächste Event ist dann Aufenthaltsraum, oder was? Oh, da kommt noch einer. Ganz schnell. So, Last-Minute-Event-Typ. Zwei haben das Ende vom Event noch mitgekriegt. Rennen die dann gleich wieder rüber? Weil da ist ja der nächste Event ist ja dann hier drüben. Aber am Performance vom Spiel wird hoffentlich noch gearbeitet. Also da muss ich schon sagen, ja. Guck mal, da sind einige jetzt schon. Stell dir mal vor, du bist... Stell dir mal vor, du bist in Aufenthaltsraum, weil man geht da voll die Party los. So, Bilanz passt. Cheesy-Typ kommt wieder. Jetzt machen wir mal ganz kurz Pause, denn wir haben jetzt Geld. Und dann würde ich gerne da hinten den Raum noch bearbeiten. Dass wir da so ein paar Platten hinsetzen. Ja, Objekte müssen wir hinzufügen. Hier, die haben wir extra freigeschaltet. Und da würde ich gerne so eine Tanzfläche anbringen. Die kosten leider 4000 pro Stück. Aber ich glaube, das wird geil. Okay, wir kriegen genau noch einen hin. Perfekt. So muss das. Ja, geil. Jawohl, genau so. Okay, das ist cool. Das ist echt nice. Keine Ahnung, was sie für Musik hören, aber wenn es dieselbe ist, die ich höre, dann Partystimmung ist eher so. So, hier geht's nämlich jetzt ab. So stellen wir das vor. Geil, geil. So, wir brauchen dann nochmal, wobei der kostet nur 3000, der andere Event, ne? Kalender. Event planen. Und zwar würde ich gerne den noch planen. Event kostet 7000. Alles klar. Hallo, mach zu. Okay, der wird dann da stattfinden. Ja, 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 passt. Aber ich glaube, es ist ganz cool jetzt hier, ne? Also, ja. Jetzt langsam habe ich halt so ein bisschen den Plan, wie das ist mit diesen riesen Räumen. Also man muss da wirklich sehr, sehr großzügig von vornherein die Räume planen. Aber wir brauchen mehr Hausmeister. Das kostet doch alles Geld. So. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Ja. Und wir brauchen noch ein Assi für die Disco. Ja, mir fehlt aber leider jetzt schon wieder die Kohle. Da wäre es ja schon der billigste. Okay, gut. Wir müssen sehen. Wir müssen sehen. Ja, aber Hygiene ist schon wieder oben.
Okay, der Dings ist da. Ich würde halt unheimlich gerne so einen geilen... Also ich hätte gerne... Pass mal auf, was hätte ich denn gerne? Und zwar hätte ich gerne hier vorne echt so eine Art Schulhof, ja? Ich habe jetzt hier alles hingebaut, aber ich hätte hier gerne die Verkaufsstände und sowas. Ich sehe hier einfach Essen und Party draußen, ja? Und das hier soll eigentlich mit ans Gebäude gehen. Oh, Party ist vorbei. Party ist vorbei. Das heißt, nächste Party steigt wo? Im Kino. Im Kino? Also, Kino. Geil. Spaß ohne Ende. November, Dezember, beste Zeit im Jahr. Beste Zeit. Wir müssen halt dran denken. Wir haben ja schon gesehen, dass wir nächstes Jahr mehr Geld brauchen. Okay, Tag der offenen Tür hat uns nur Bewerber gebracht. Aber davon haben wir genug. It's Dusch Time. Nacked Ice. Okay. Also was ich gerne hätte, also wenn ich jetzt Sandbox-Modus wäre, würde ich gerne so einen Wohnblock machen, wo dann halt die Studenten leben, schlafen, duschen, kacken, weißt du, diese Geschichten. Und dann für jedes Studienfach halt so ein extra Gebäude, aber das ist echt schwer, glaube ich, umzusetzen. Einfach weil ich glaube, wo bin ich? Einfach weil ich glaube, dass wir hier einfach, unheimlich viel Platz für die Sachen brauchen. Also das ist, glaube ich, die größte Challenge, glaube ich, im Game fast schon. Die Räume zu planen. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Boah, krass. Das sind so viele, dass keine Sitzplätze mehr verfügbar sind. Okay. Ja, das ist halt... Wenn dann noch die ganzen wissenschaftlichen Sachen hinzukommen, wie zum Beispiel Zauberei und sowas, dann wird es nochmal krasser. Es kommt ja alles auch noch, ne? Wir sind ja bei den Studiengängen noch lange nicht am Ende. So, wir warten mal ab, der Dezember ist gleich rum. Da müsste dann Kohle kommen. Und dann können wir... Was ist das denn für ein Grufti? Der fällt durch. Kalender. Ist das dann nur sein Kalender? Tatsache. Okay. Zur Nachhilfe schicken. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ich schicke den mal zur Nachhilfe. Sorry, aber geh lernen. Das beeindruckt ihn sehr, meine Aufforderung. Teilt Glück mit anderen. Okay. An die Verwaltung. Bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Gut, 11.000 plus nochmal 9 Bonus macht 21.000. Das ist gut. Okay, ich wollte bauen. Und zwar, wir haben jetzt hier das Kino ist vorbei. Nein, ich wollte den Event planen. Den Event wollte ich planen. Das war das. So, Kalender. Wir planen jetzt nämlich einmal den DJ Chu Event. Ja, der ist dann nach Januar. Oh, der ist sogar länger. Dann machen wir den in der zweiten Märzhälfte. Wir machen den hier. Ja, weil da haben wir Zeit. Da ist da nix. Ja. Buchen. Da ist dann Konzert. Aber wir können auch direkt den County-Koch-Duell machen. Ah ne, wir brauchen ja noch Gastro 3. Da müssen wir noch warten. So. Wie sind das jetzt? Kann ich jetzt sagen... Warte mal, kann ich im Kalender nachträglich vielleicht sagen, ich möchte die Events jetzt jährlich haben? Also wenn ich jetzt mal hier hingehe und sage, der Event, der hier. Nee, kann ich nicht nachträglich nur ändern, ne? Okay, aber ich kann im nächsten Jahr schon planen, oder was? Aber da muss ich so viel, planen. Wir brauchen noch einen Vorlesungssaal. Eieieiei. Kein Zimmer verfügbar. Ja, wir brauchen noch einen Vorlesungssaal. Mindestens einen, ne?
Oh. Ja, wir haben ja nur einen, ne? Das ist ein Problem. Was kostet denn, wenn ich jetzt den einen kopiere? Wo ist er denn? Da hinten. Wenn ich den jetzt einfach nur kopiere, geht das? Was kostet das? Zimmer kopieren. Warum geht das nicht? Zimmer schließen? Zimmervorlage speichern, aktualisieren? Warum kann ich den nicht kopieren? Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Ja, gut. Warum kann ich den nicht kopieren? Ich würde den gerne einfach kopieren. Warum geht das nicht? Okay, dann pass mal auf, ich mache mir als Vorlage. Ja. Warum bin ich eigentlich hier bei Nummern? Was ist denn da los? Ich nenne den einfach mal Standard. Passt nicht. Dann, Star. Beschreibung spar mir. Neu erstellen. Vorlage beschreiben. Neu erstellen. Kostet 26.000. Deswegen wahrscheinlich kann ich den auch nicht kopieren. Okay, gut. Aber da ich ja ist ganz gut, glaube ich, dass ich mir eine Vorlage speichere. Kann man bestimmt gebrauchen. Wir brauchen also 6.000. Wir brauchen nur noch Geld. Wir sind die ärmste Uni der Welt. Wir sind die ärmste Uni der Welt. Es geht hier ständig nur ums Geld. Zitieren statt plagiieren. Ist hier so ein... Hier fehlt... Kann ich hier so ein Hygiene-Ding reinmachen? Bitte mal. Heutzutage auch in der Disco wichtig. Ja? Hygiene-Ding. So. Genau, wir haben noch Platz für einen Assistenten, aber ja. Ja, wir brauchen Personal. Also wir brauchen alles. Alles. Ich glaube, diese Uni geht den Bach runter. Was ist denn das für ein Buff eigentlich? Macht Menschen glücklich und erhält sie. Okay, gut, das ist perfekt für das hier. Ja. Wie ablösen? Nein, nicht ablösen. Hä? Jetzt gehen die beide. Wie ablösen? Gehst du in Pause oder was? Zustand in Ordnung. Ja, hier. Arbeite hier. Nicht ablösen. Pflegehinweis. Wie? Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Ich habe doch hier eingestellt 2. Stehen doch beide drin tatsächlich. Ja, gut, okay. Dann hoffe ich, das funktioniert. So, ja, wir müssen auf die Kohle warten. Für einen zusätzlichen Vorlesungsraum. Lieber, ich bereite mich jetzt schon aufs nächste Jahr vor, ne? Und am liebsten würde ich hier umbauen, aber dazu fehlt uns einfach immer die Kohle. Ich bin ja auf DJ Shoes Event gespannt. Ja? Das wird die Party des Jahres quasi. Auf der Bühne wird sie uns richtig abrocken, denke ich. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das mit den Events finde ich bisher am lustigsten von allem. Ich weiß gar nicht, so Forschung... Kommt erst später, ne? 5.000 gekriegt. Ah, schön. Schön, schön. Weil wir das Hygieneding da hingehängt haben, ne? Weil der Raum zum Beispiel ist zu groß eigentlich. Ja, gut, okay. Wann habe ich eine Stufe Dings erreicht? Also hier vorne würde ich am liebsten umbauen und ach, ich würde überall bauen, aber es fehlt überall die Kohle. Kann ich sowas hier verkaufen eigentlich? Ja, guck mal. Mach das weg. Ich hole mir hier schnell ein bisschen Kohle. Wobei, wir haben jetzt die Kohle für den Vorlesungsraum. Sollten wir gleich bauen. So. Ups. Eigentlich wollte ich den Wurm erwischen, aber... Juhu! Ja, geil! Habe ich sogar hier Dings freigeschaltet. Wunsch nach Hotdog-Kiosk. Ja, genau sowas würde ich halt auch gerne haben wollen. Aber hier vorne, hier würde ich gerne so eine Fressmeile und Sitzgelegenheiten machen. So. Hier brauchen wir natürlich noch mehr Personal. Aber hier, erstmal das Wichtigste. Erstmal ihn hier. Kann ich den jetzt kopieren, wo ich die Kohle habe? Jetzt kann ich ihn kopieren. Das war also das Problem. Alles klar. Ja, ich kann ihn... Ah, doch. So. Kann ich den hier so rein?
erstmal. Ist ja nur, dass der da ist. So. Ja. So. Gut. Nächstes Ziel. Bilanz. Wunsch. Arcade-Tisch. Ja, habe ich keine Kudosch für. Und B, unser Aufenthaltsraum ist sehr klein. Genau, aber wir haben ja noch Kudosch hier einmal. Wo ist der? Da, Bücherwurm. Okay, wenn ich nochmal 25 sammle, gibt es die nächsten. Kann ich jetzt die Aufgabe vielleicht erfüllen? Nö. Okay, passt trotzdem. Weiter. Spiel? Jetzt. Okay. Okay, dann haben wir nämlich das gemacht. Und haben jetzt schon mal einen Vorlesungssaal für nächstes Jahr. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das reicht. Ja, es reicht immer noch nicht tatsächlich. Wir brauchen... Boah, hier sind halt drei voll... Kann ich das ändern? Nee, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, den verschieben oder so, ne? Kann ihn anklicken, aber da kann ich nichts schieben oder so. Okay, wir brauchen tatsächlich noch so einen Vorlesungssaal. Respekt. Man isst, was man isst. Respekt. Wer also Müll in sich reinschaufelt. So. Ich würde gerne mal das Gebäude bauen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und kann ich jetzt doch hier dann problemlos einfach sagen, wir machen das Gebäude mal größer. So. Ist nämlich billiger. Ach, guck mal, wie süß. Da ist jetzt eine kleine Holzfassade. Und da passt doch dann locker noch so ein Vorlesungssaal dann später rein, oder? Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Oh, mir schläft immer der Arm ein. Ich nehme mal den Controller unterm Tisch. So. Okay. Ach ja, wir brauchen ja eigentlich noch Personal. Und zwar brauchen wir einen Assi. Nehmen wir den. So, hier. Erinnerung an alle Studierenden. So. Ich bin nicht eure Mutter. Freut er sich. Hat einen Job. Okay. Ja, die Bib ist eigentlich auch zu klein. Und ach, Herr Jemini, da ist keine Sobe. Der Aufenthaltsraum ist irgendwie auch nur Deko. Also es gäbe echt viel umzubauen und umzuplanen tatsächlich, aber naja, ich spiele das ja auch zum ersten Mal, ich bin ja komplett blind. Mittlerweile ist es natürlich so, ich habe natürlich jetzt schon gemerkt, jetzt kommen dann oder haben dann die ersten großen Streamer und YouTuber natürlich auch Content dazu gebracht. Jetzt sind meine Zahlen natürlich immer im Keller, das ist so eine normale Reaktion darauf. Großer Spiel halt teilweise dann 10 Stunden am Stück und dann hat sich einfach die Zuschauerschaft schon ein bisschen satt gesehen. Weil, ne, ist ja irgendwo reparativ. Aber ja. Und, aber ich hab mir sowas halt nicht gegeben. Auch wenn es echt Spaß macht. So. Dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Ja, Bart Simpson ist hier. Irgendwo. Oh, bald ist der Event. Bald ist der Event. Krass. Krass. Und dann ist, oh, dann ist das Jahr auch nicht mehr so lang, ne? 21.000, wir können jetzt hier den Raum nehmen und nochmal kopieren. Nein, ich will den ganzen Raum kopieren. Ja, copy. Und bitte passt da rein. Passt, sogar einer zu viel quasi, aber passt. So, perfekt. So, jetzt müsste aber der Kalender für nächstes Jahr passen, oder? Ja, guck mal. Ah, ne, das ist dieses Jahr. Nein, ich wollte... Na, falscher Knopf. So. Hä? Warum ist das so? Ach so, kein Dozent. Oh, ich bin doof. Oh, ich bin doof. Ich bin so doof. Ich verkaufe den gleich wieder. Es fehlt an einem Dozenten. Nicht an einem Baumann. Zum Finanzieren von Personalboni genutzt. So.
Okay, bin doof. Aber woher soll ich denn wissen? Jetzt passt's, oder? Ja, jetzt. Guck mal hier. Perfekt. Jetzt ist Vorlesungssaal 2 sogar überflüssig. Scheiße. Ich hab mich verguckt. Oh nein, warte. Nein, ich bin doof. Okay, warte. Jetzt habe ich Geld aus dem Fenster geschmissen. Wir brauchen Folgendes. Wir brauchen... Ich habe Geld rausgeschmissen. Es tut mir so leid. Wir brauchen einmal den. So. Und ich glaube, ich sollte in der Bibliothek noch einen zweiten Assi einstellen. So. So. Den brauchen wir. Was wir aber auch brauchen fürs zweite Lehrjahr ist nochmal so ein Labor. Und das wird teuer, ne? Zimmer kopieren. Steht das hier irgendwo? 36.000. Okay, gut. Gut. Okay. Ich muss da echt genau gucken. Also, nächstes Jahr. Genau, es fehlt jetzt nur noch das zweite Wissenschaftslabor. Dann passt das. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Tut mir leid, bisschen Geld aus dem Fenster geschmissen. Das ist doof. Nehmen wir hier einen mit Buch. Und dann stecken wir den hier rein. Der löst jemanden ab, aber wir machen Mitarbeiter 2. So. Das müsste jetzt klappen. Froschregel! Nice! Okay, ich glaube, dann sind wir bald schon... Oh, warte, warte, Event! Warte. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Geil. DJ, Doktor, Professor, Köchin, Schuzu. Keine Ahnung, wie heißt sie denn? Was macht? Guckt euch die Stände an. Okay, das ist, Vor allem, schau mal, statt Turntables hat die Mixer. Alles klar. Verstehe das Konzept. Okay, aber voll geil. Voll geil. Ich finde das cool. So. Wir haben 37.000. Wir können jetzt das Forschungslabor schnell kopieren. Ja. Ja. So. Okay. Na, mach das fertig. So. Häufige Fragen. Dankeschön. Alles fürs kommende Jahr schon vorbereitet, meine Damen und Herren. Alles fürs kommende Jahr. Alles grün? Passt. Wir sind fürs nächste Jahr quasi ready. Hoffe ich. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe dieses Jahr abwarten. Wir können halt immer noch nicht den Event starten mit dem Country-Koch-Ding, ne? Nee. Dafür müssen wir bis nächstes Jahr warten und hoffen, dass 3 auch weiterkommen. So, was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Wunsch nach Kaffeekiosk. Ja, das Problem... Achso, habe ich schon freigeschaltet? Okay, passt. Weil die Kudosch, da muss man echt ein bisschen sparsam mit sein, ne? So, Kaffeekiosk. Brauchen natürlich wieder ein Assi. Ja. Ja, habe ich kein Geld für. So, was sind da noch mehr? Achso, da sind noch mehr. Dies ist eine Testdurchsage. Okay. Wiederhole eine Testdurchsage. Ach, da! Läuft doch mal jemand. Vor allem diese Hamstertränke dazu. Das ist ja lustig. So, dann machen wir dann den Assistenten noch. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen durchoptimiert. Ich bin mir nicht sicher, aber ein bisschen optimierter kommt es mir jetzt vor. Hygiene, wie gesagt, wir können noch dann Dings einstellen. Doktoren und Professoren. Die Disco ist vorbei. Einer ist immer noch da. Einer bleibt bis über den Schluss hinaus. Das ist normal. Ja, das ist ganz normal. So muss das. Okay, aber ich glaube, es läuft ganz gut jetzt, ne? Jetzt gucken wir noch, dass wir einen Assi reinkriegen und vielleicht ein paar Hausmeister. Und Stufe 12 sollte fast automatisch kommen. Denke ich.
Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Studierende ja. werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge zu Two Point Campus wieder. Ich freue mich drauf, wie es hier weitergeht. Wir hoffen dann Level 2 zu schaffen und vielleicht können wir uns sogar noch Level 3 vornehmen. Es wäre ein Versuch wert, das erste Mal 3 Sterne zu kriegen. Gucken wir uns dann mal an. Aber jetzt müssen wir erstmal die 2 schaffen. Also bis dahin, tschüss!